Yeah.
Sohn ist am Steuer! Ich verdanke euch so viel. Danke. From the shadows I strike at you. Stand still. Hold you, we find him again. Keep running. You really think we can't Enough. Catch you? We shall return. Run to your death, Burn. Moves too fast. Do you think this is some sort of game? Finish him! Cover my retreat. Shall return. Thank you.
wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Wie kann ich zu Diensten sein? Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Zum Teufel! Was war hier los? Kesego Wase. Dann sind wir zu spät. Nein. Fort Frederick ist in der Nähe. Sicher kann der Colonel es halten. Ihr hört den Captain Manor! Beeilt euch! Vieren und Fahrt aufnehmen! Großsegel vieren! Halbe Segel! Drehsegel hissen! Los geht's! Volle Segel! Kopfsegel retten! Raus aus dem Wind! Pass derweil auf sie auf, Geist. Ah, Captain. Yes, you!
Das kann mehr rein! Das ist Kessig Oasis Werk, nicht wahr? Ich glaube schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das Manuskript. Ihr... Verwahrt es. Bringt es zu Morrigan. Ich befehle es. Ihr wollt mir befehlen? Einem Colonel? Ich unterstehe euch nicht, Colonel. Ich übernehme die Verteidigung, bis ihr zurück seid. Kessig Oasis. Ihr habt viel gelernt, Verräter! Kessig Oasis! Es musste nicht so enden. Und ob? Du bist ein Feind! Achilles verlangt deinen Tod! Was er tut, ist falsch! Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern! Du wirst scheitern! Monroe ist jetzt schon tot! Was meinst du? Liam. Oh, for God's sake. I have better things to do with my time. Hold there! Lost sight of him. We have to find him again. Der Colonel lief Richtung Docks. Ein großer Mann mit Axt war ihm auf den Fersen. Resistance is not in your best interest. Desist! Das Manuskript. Ein Assassine namens Liam. Ich hole es zurück. Ich schwöre es. Shay.
Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens zu wahren? Und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Nie unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens? Ich schwöre. Und dies fortan bis in den Tod. Egal, was passiert? Ich schwöre. Dann seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Ihr seid jetzt ein Templer. Herold einer neuen Welt. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Verstehen Sie jetzt? Ich begreife, warum Sie so an Cormac interessiert sind. Shae sah das wahre Antlitz der Welt und wählte seinen Weg entsprechend. Eine ähnliche Wahl steht auch Ihnen bevor. Wer hätte gedacht, dass Sie so weit kommen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt immer noch der Zugriff auf die Server im Keller, aber einer ist ganz oben im Gebäude, neben Melanies Büro. Der nächste Halt. Ich langweile mich zum Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Serverstrohkopf. Und wie sieht's hier drüben aus? Gut, gut. Ich bringe nur noch kurz Aurora durch den Dorn, dann mache ich weiter, echt. Können Sie mal in mein Büro kommen? Wir müssen reden. Dieses Büro gehört einem Mann namens Olivier Garneau. War mein Vorgänger als Chief Creative Officer bei Abstergo Entertainment. Otto Berg ist Vertreter von unserem Dach Abstergo Industries. Er zeigt Ihnen die wahre Geschichte der Welt, so wie einst mir. Olivier war nett, intelligent und liebte unsere Arbeit. Aber vor einem Jahr erblickte diese Wahrheit. Er wurde nie gefunden. Normal, wir bringen die Leute nicht so auf den neuesten Stand, aber sie haben gearbeitet und sich bewährt, also... Ich gewähre Level 2 Security-Zugang. Server dieser Etage liefern mehr von Shays Erinnerung.
Und Sie wissen, was als nächstes passiert? François Macondal rettete Baptiste vor der Sklaverei und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macondal war ein grausamer Mentor. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macondal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macondal durch seine öffentliche Hinrichtung 1758. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch. Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macondals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar, die inhärente Überlegenheit der Templerideale über den Assassinenterror.